Und willkommen zurück. So, ich habe einfach mal zwischendurch schon ein bisschen Material rausgenommen. Es ist noch nicht alles fertig. Wollte nämlich direkt weiter craften, beziehungsweise auch weitermachen, damit wir halt ein bisschen vorankommen. So, Uranzelle damit. Brauchen wir zwei Stück und dann brauchen wir das da, alles klar. Uranzellen. Habe ich doch schon mal zwei hier, ne? Ja, da kann ich auch noch welche machen. Das ist eigentlich nicht so schlimm, obwohl. Komm, die beiden nehmen wir raus. Und die anderen beiden benutze ich später für den Breeder, weil der läuft nämlich auf Super Speed. Weil der läuft etwas schnell, kann dadurch aber auch viel gewinnen. Das ist das Gute daran. Genau, 1, 2. Dann machen wir erstmal nur ein Paket von Zellen. Links, rechts eine doppelte, oben, unten und in der Mitte drei. Dann haben wir eine vierfache Uranzelle. Als nächstes, warte mal, dafür brauche ich erstmal eine Kiste. Eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste. Da ist eine Truhe. Die Truhe, die tun wir mal hier draußen hin. So, die habe ich. Als nächstes brauche ich zwei Komponenten-Wärmetauscher. Alles klar, gesichtet. Gesichtet, zwei Komponenten-Wärmetauscher. Da. Gold, da braucht man einfachen Wärmetauscher. Brauche ich den Wärmetauscher nochmal irgendwo? Erweiterter Wärmetauscher, da. Oh, 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 wow, wow, wow. Okay, da brauchen wir nochmal zwei. Wie viel brauche ich denn davon? Habe ich nämlich alles aufgeschrieben hier. Erweiterter Wärmetauscher ist vier. Vier brauchen wir drei Stück. Das heißt, wir brauchen sechs allein schon mal dafür. Und zwei dafür. Das heißt, sind achte. Achte, ja. Ist ein bisschen teuer. Aber nur ein bisschen. Macht aber nichts. Dank Yuyumeta kriegen wir ganz schnell das Material hier raus. Zack, hier. Mach mal hier. Fast sechs fertig. Wie weit bist du denn eigentlich da mit der Sache hier? Damit ich halt ein bisschen noch was reinschmeißen könnte. Ah, da ist noch genug zu tun. Das wird auch noch Tage dauern. In Minecraft hier. Weil ich brauche, glaube ich, auch noch Refined Eisen. Ja, es geht. Es geht. Sagen wir nämlich hier, mach mal 40 Stück. Brauchen wir bestimmt. Jetzt haben wir nämlich auch. Ja. Neun Stück nur davon ist jetzt auch nicht so wild. Kupfer muss ich rausnehmen. Kupfer, Kupfer, nehmen wir mal. Och, wir haben es ja, wir können uns Stack hier rausnehmen. Da brauchen wir massiv viel von. Da sehe ich allein schon knapp 400 Kupfer brauchen wir allein schon. Und da ich von den Platten sowieso noch mehr brauche, kann ich das jetzt auch schon so machen. So. Sind wir abgestorben hierbei. Zinn und ein Ding. Und da habe ich gesagt, 8 von. Op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Den da und Tin. Da ist Tin. So, ah, die kannst du wieder nicht stacken. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Weg damit. Dann brauche ich nämlich davon Komponentenwärmetauscher. Ist das? Da habe ich gesagt, zwei von. Da müssen wir zwei mit Gold umranden. Eins. Einmal. Und zweimal. Dankeschön. Bei dem anderen habe ich gesehen, dass wir Glasfieberkabel brauchen. Wo habe ich die denn hingeworfen? Ach du grüne Neun. Da sind sie. Wo habe ich die denn da reingeworfen? Komisch. Komisch, komisch, komisch. Erstmal raus damit. Dann habe ich das auch abgehakt. Die beiden. Als nächstes. Aha. Wenn man jetzt rumgeklickt, jeder erweitert da. Zwei oben. Vier drumherum und links, rechts. Alles klar. Vier drumherum. Davon brauchen wir jeweils drei Stück. Eins, zwei, drei. 1, 2 und links, rechts erweitert Timer. Yep.
Und so. Und noch ein Dankeschön. Haben wir die auch. Sehe ich schon wieder die Uhr, beziehungsweise die Sonne wird wieder dunkel. Hier kann ich schon schlafen. Nee, du kannst nur nachts schlafen. Dann stelle ich mich mal gerade hin, dann gucke ich mal gerade, was brauche ich denn noch. Jetzt brauche ich nur noch Hitzeabzüge. Beziehungsweise Hitzeabzüge. Brauche ich auch viele von. Muss ich die Heatfans alle mal durchgehen. Dafür brauche ich ein normales Heatfan. Dafür brauche ich ein normales Heatfan. Dafür brauche ich ein normales Heatfan. Alles klar. Das sind alles nur billige Heatfans. Die kosten jetzt gerade nicht so viel, habe ich gesehen. Das geht ja, glaube ich, vom Aufwand her. Wenn wir jetzt einen einfachen hier haben, was kostet denn einfacher? Oh, we find Eisen. Eieieiei. Davon brauche ich dann. Brauche ich irgendwo welche doppelt? Ich brauche erweiterter Heatfan, brauche ich gar nicht. Doch, oder? Nein, 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 nein. Nur Wärmetausch war erweitert. Da brauche ich jeweils immer einen. Übertakteter. Brauche ich auch. Da brauche ich auch immer noch welche davon. Okay, dann machen wir mal. Pff, ja, machen wir mal 20, 30 Stück. Machen wir mal 30 Stück. Dafür brauche ich aber auch Refined Eisen. Schauen wir mal gerade. Eisen. Nehmen wir mal das raus. Jetzt bin ich mal gerade am Überlegen. Geht das denn mit Minium Stone? So, nee, nicht Gold. Mach mal doch hier vielleicht eine Kohle rein. Ah, guck mal einer an. Dann können wir doch gleich hier stackweise das Zeug rausnehmen. Geht auch so schneller. Wenn ich es mal brauche, werfe ich es einfach hier rein. Eisen, jetzt brauche ich noch Eisengitter. Später brauche ich das nicht mehr so machen, wie das jetzt hier gerade ist. Die Rezepte speichern, da habe ich ja auch noch Lust zu. Damit ich halt alles, wenn irgendwas verbraucht wird, speichern kann. Ja, die kann ich wieder nicht stacken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Aber ich glaube, die stecken sich jetzt hier drinne. Machen wir nochmal hier ein paar, komm. Kann ja auch nicht schaden. Rein damit und fertig. So, normale Hitzeabzüge brauche ich nämlich auch. Und davon brauche ich allein zwei Stück. Hitzeabzüge, zwei Stück. Eins, zwei. Kann schon alle fröhlich mitnehmen. Ah, Kupferplatte muss ich da hinten rausnehmen. Wie viel hast du noch? Ja, du hast noch was. Unser Rubber müsste nämlich auch fertig sein. Ah ne, da habe ich nur noch. Weil ich habe nämlich so ausgerechnet, dass ich jetzt nur so drei, vier Folgen dran sitze, das Setup hier fertigzustellen. Und dann im Nachhinein das schon mal laufen lasse, ne? Und dann unten weiter im Keller weitermache, damit halt da wieder mehr Strom produziert wird. Für allgemein hier. Das da hinten soll ja nur wie Kilometer-Produktion sein. Damit das hier läuft. Da sollen ja auch gleich noch ein paar von den Solarpanels hinkommen. So, gucken wir mal. Ich war hier stehen geblieben. Jetzt brauchen wir die Seite hierfür. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da ist sie. Ich habe die normalen Hitzeabzüge weg. Die sind schon mal gut. Jetzt brauche ich noch Reaktor-Hitzeabzüge. Da. Okay, davon brauche ich 5 Stück. 5. 5 Stück davon. 1, 2, 3, 4. 5. Okay. Wäre das auch geklärt. Als nächstes brauchen wir übertakteter, warte, ich guck gerade mal. Kompakter da, Komponenten Hitzeabzug. Brauchen wir eine Mitte Zinn und diese Eisengitter, alles klar. Das. Eisengitter und Zinn. Habe ich hier. Oh,
Ja, jetzt ist es immer mit der Aufnahmetaste. Ich habe mir gerade wieder einen Cut gemacht. Und Eisengitter sind hier. Jetzt habe ich gesagt, 5 Stück, ne? Oder 3? Komponenten. Komponenten, Komponenten, Hitzeabzug. 3 Stück. 1, 2, 3. Passt so gerade mit den Gittern. Übertakteter. Brauchen wir auch noch. Dann glaube, habe ich auch alles. Da können wir gleich nämlich nachchecken, ob ich alles habe. Ich gucke gerade mal hier von den Heatfans, brauche ich doch den Reaktorhitzeabzug, den Komponenten und den übertakteten und normale Hitzeabzüge. Aber die normalen Hitzeabzüge habe ich doch gerade schon weggepackt, meine ich. Machen wir jetzt nur noch die übertakteten. Da brauchen wir einen Reaktor und dann brauchen wir einen davon. Das heißt, ich brauche von übertakteten 2. Okay, machen wir das mal. 2. Das mit den Köpfen ist wirklich extremst aufwendig, sage ich euch. Das ist wirklich unglaublich, wie teuer das Zeug ist. Wenn ihr das jetzt schon seht, deswegen brauche ich auch Yu-Yu-Meta in Massen jetzt mittlerweile. Komm, Glas wieder Kabel hier rein. Kann auch nicht schaden, wenn die da drin sind. Okay, die habe ich jetzt, glaube ich, alles drinne. Ich schau gerade mal. Wir haben 2 Komponenten Wärmetauscher. Habe ich hier. So, danach Reaktorhitzeplatten habe ich 5. 1, 3, 4, 5. Weil ich habe ja alles wirklich auf Papier aufgeschrieben. Das ist das Gute dran. Dann brauche ich hier nichts öffnen an der Seite oder sowas. Habe ich das direkt alles hier und kann es mir auch immer merken, wo es ist. Hitzeabzüge. 2 Stück sind da. Den Wärmetauscher weiter. 3 Stück sind da. So, jetzt brauche ich nur noch Komponenten, Wärmeabzüge habe ich da, 3 Stück. Und 2 overgeklockerte oder eine vierfache Uranzelle. Und die macht mir jetzt 12 Millionen EU mit 60 EU pro Tick. Und das für das Setup ist es eigentlich ganz okay, ein Dreifaches. Für eine einfachen Kern reicht es vollkommen, das laufen zu lassen so. Der Breeder, der braucht ja auch noch massig viel Strom dann später, dass er ja auch laufen kann. Und das soll ja eigentlich nur ein Puffer sein, damit halt nachts das laufen kann. So, anordnen. Da ich nicht so viel Platz brauche, reicht das eigentlich vollkommen. Ich bin nämlich gerade am Überlegen, ob ich einen kurzen Cut mache und es probiere. Nicht, dass es irgendwelche Probleme gibt, wenn ich das jetzt so in einen sechsfachen Kern reinbaue. Mache ich kurz einen Cut, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.